Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist Montag, der 12. April. Und ich habe heute eingeladen einen Thüringer Abgeordneten aus einem ganz besonderen Grunde. Er ist nämlich im Wahlkreis Südthüringen der Kandidat der FDP und will das auch bleiben. Und plötzlich tritt gegen ihn ein CDU-Kandidat, der heißt Hans-Georg Maaßen. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, das war doch eine böse Überraschung, oder nicht? Nein, das ist gar keine böse Überraschung. Zunächst mal, er ist ja noch gar nicht nominiert, soll ja bis Ende des Monats erst in der Vertreterversammlung. Er macht aber Wirbel, als hätte er schon. Ja, das stimmt. Es gibt geteilte Meinungen auch in CDU-Kreisen über ihn. Die Landkreise Schmalkalden-Meiningen und Hildburghausen, dort steht die CDU hinter ihm, in der Stadt Sonneberg und in der Stadt Suhl und im Landkreis Sonneberg ist man geteilter Meinung darüber. Das Echo ist nicht einhellig, aber es ist nicht unsere Aufgabe als FDP, den anderen Parteien Empfehlungen zu geben für ihre Kandidaten, die sie aufstellen. Lästerhaft, wie ich manchmal bin, würde ich jetzt sagen, Sie können sich das so freuen eigentlich, so viel Presseöffentlichkeit. Haben Sie wahrscheinlich noch nie gekriegt wie jetzt. Wenn es denn so kommt, dann haben Sie wahrscheinlich recht, weil auf der anderen Seite, auf der linken Seite, kandidiert ja auch der Sandro Witt. Der ist ja stellvertretender DGB-Vorsitzender Hessen-Thüringen. Und mein Namensvetter Frank Ulrich, ehemaliger Biathlon-Athlet und Nationaltrainer Biathlon-Mannschaft, kandidiert für die SPD. Also durchaus prominent besetzt, da ja, haben Sie recht. Nichts ist so schillernd wie Ulrich gegen Maaßen. Freuen Sie sich schon drauf? Ja, ich freue mich da drauf. Auch wenn es so kommt, ist warum nicht, muss ich sagen. Das Einzige, was mich ein kleines bisschen, mich stört an der Person eigentlich gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Man muss das geht uns auch nichts an, wen andere Parteien aufstellen. Das muss jeder für sich selbst wissen. Mich stört so ein kleines bisschen, dass es in der Thüringer CDU ein bisschen Mode zu sein scheint, Leute, die irgendwo anders aus dem Amt gegangen worden, geflogen sind, aufhören mussten, plötzlich für den Bundestag kandidieren. Es gibt da noch einen prominenten Fall. Das finde ich so ein bisschen komisch. Was für einen prominenten Fall? Im Wahlkreis Jena ist das auch so. Dort kandidiert auch noch jemand, der früher eine andere Funktion in der CDU hatte. Kann es nicht sein? Ich überlasse es mal dem Zuschauer, danach zu schauen. Was da ist. Ja, vielleicht ist Thüringen hat ein großes, weites Herz. Ja, das kann durchaus sein. Ich finde nur, das schmälert ein bisschen das Ansehen insgesamt vom Bundestagsabgeordneten, wenn jetzt plötzlich so rauskäme, das Abstellgleis für irgendwelche Leute, die schon mal irgendwo anders gescheitert sind. Das finde ich nicht ganz so prickelnd, aber an den Personen an sich hätte ich nichts auszusetzen. Wer ist denn für Sie wichtiger? Der Maaßen von der CDU? Oder der Herr Ulrich von der anderen Partei? Oder ist es ganz egal? Sie kämpfen nur für sich, damit Sie den Wahlkreis gewinnen. Ich nehme auch gern den ersten Platz im Wahlkreis. Das ist so, da haben Sie recht. Die Chancen dafür sind jetzt nicht herausragend. Aber es geht um das Vertreten von liberalen Positionen. Und nicht so sehr gegen die anderen, sondern für uns. Die anderen müssen sehen, wie sie mit ihrem Programm, mit ihren Zielen, mit ihren Idealen zurechtkommen. Ich versuche eigentlich, unsere Positionen darzustellen als Wettbewerb zu den anderen. Was andere dann machen, ist ihre Sache. Nur zu den Stärkenverhältnissen. Thüringen wird regiert vom Linken, dem einzigen linken Ministerpräsidenten Ramelow, war kurzfristig für ein paar Stunden und ein paar Tage mal in Händen der FDP, von Kemmerich, als er gewählt wurde mit den Stimmen der AfD. Ja, wie sind denn die Kräfteverhältnisse in Ihrem Wahlkreis? Nummer eins ist AfD oder sind die Linken? Im Wahlkreis Südthüringen nicht. Der war durch den jetzt ausgeschiedenen Marc Hauptmann schon sehr konservativ angehaucht. Das muss man sagen. Er hat ja auch das Mandat damals von der SPD zurückerobert. Ich glaube von der SPD. Und das ist schon geteilt. Also es gibt jetzt nicht, dass es dort ganz klare politische Favoriten gäbe. Es ist auch nicht so, dass Kräfte zwischendurch total aufgerieben werden. Das ist auch nicht. Es hat dort jeder seine Berechtigung und ich freue mich da auf einen spannenden Wahlkampf, wenn es denn dazu kommt. Auch ich muss erst noch nominiert werden. Was man ja beobachtet ist, die CDU sinkt, die FDP steigt. Ist bei Ihnen auch so? Profitieren Sie
von den Querelen in der CDU, die ja vielleicht ab heute auch zu Ende sind. Dann können ja, die Querelen sind nicht nur Kanzlerschaft, die Querelen der CDU sind deutlich tiefer liegender, die sind eigentlich systemisch. Das hat nicht nur mit Söder gegen Laschet zu tun. Das ist eine Amtsmüdigkeit der ganzen Partei nach 16 Jahren, so würde ich das eigentlich eher bezeichnen. Können Sie ja nur von profitieren. Es ist unser Ziel, von der eigenen Stärke zu profitieren und nicht von der Schwäche der anderen. Sehr klug gesprochen. Ich glaube auch, dass es dort kurz vor der Wahl nochmal ein bisschen eine Trendwende geben wird. Die muss ich nicht gegen uns richten, das glaube ich nicht. Aber im Moment sagt der Wähler, was er gut findet und was er schlecht findet. Und das drückt sich in den Umfragen aus. Aber ich glaube, so 6 bis 8 Wochen vor der Wahl überlegt sich der Wähler, was passiert denn, wenn ich wirklich den wähle? Was wird mich denn dann dort erwarten? Und dann wird es meiner Ansicht nach nochmal einen Schwenk geben, der auch nochmal ein bisschen positiv für die Union wirkt. Wie weit das dann reicht, weiß ich nicht. Freuen Sie sich denn persönlich auf den Kampf gegen Herrn Maaßen? Herr Brinkmann, nochmal. Ich kämpfe nicht gegen jemanden, ich kämpfe für mich. Ich kann es Ihnen nicht entlocken. Ich möchte es mal so sagen, ich habe nichts dagegen, mich auch mit einer Person Maaßen über die politischen Dinge in unserem Land zu streiten. Na gut, dann warten wir mal ab, das werden wir ja sehen. Kommen wir in diese Woche. Ja, spannend, beginnend mit heute, was in der CDU passiert, möglicherweise ist der Machtkampf ja, denn nun endgültig zu Ende. Ja, oder es gibt noch Plänkeleien, wir werden sehen, die Woche. Corona, wie stark ist Corona? Ist Thüringen Ihr Wahlkreis betroffen? Ich glaube, die höchsten Inzidenzzahlen gibt es in Thüringen, nicht? Thüringen als Bundesland steht an dieser negativen Spitze. Der mein Heimatlandkreis Schmalkalden-Meining hat da auch wiederherum eine herausragende Stellung, die ich jetzt nicht zwingend der Politik in unserem Landkreis zurechnen kann. So ist das nicht. Woher das genau kommt, das muss vielleicht später nochmal herausgefunden werden. Ich habe nur festgestellt, dass das Geschehen sehr diffus ist. Also es ist nicht mehr so, dass man es eindeutig in Clustern zuordnen könnte und sagen könnte, es sind nur die Altenheime, es sind nur alle Schulen, sowieso nicht. Die waren ja zu die ganze Zeit. Es ist sehr diffus. Es steckt tief in den, im privaten Leben der Menschen drin. Das heißt, wollen die nicht sich daran halten oder hören die nicht richtig hin? Oder? Herr Brinkmann, ich glaube, nach über einem Jahr Pandemie sind die Leute einfach müde und zermürbt. Sie sehen inzwischen vielmehr die Langzeitfolgen, nicht die Corona, nicht die die Krankheit bringt, sondern die Folgen unserer Pandemiebewältigung bringt. Und den Leuten wird klar, dass das so ohne nicht an uns vorbeigehen wird, dass wir bleibende Schäden in der Gesellschaft haben werden. Und deswegen ist man einfach müde und zermürbt. Was sagen denn die Wählerinnen und Wähler, wenn sie mit denen konferieren? Das können sie ja nicht mehr real, sondern machen wahrscheinlich die Videokonferenz. Werden sie beschimpft und sagen, eure Corona-Politik taugt nichts oder die FDP hat die einzigen vernünftigen Maßnahmen. Nun macht mal was. Wie ist die Stimmung im Wahlkreis? Es wird schwieriger, deutlich schwieriger. Also der Satz, den man am Telefon am meisten hört, was macht ihr da eigentlich in Berlin für einen Scheiß? Und dann, hier, und damit Gott sei Dank, alle gemeint. Ja, Gott sei Dank kann ich dann wenigstens sagen, nee, langsam, nicht ihr. Das sind nicht alle, die das machen. Ich bin nicht mit den und den einverstanden. Aber das rettet ja eigentlich nicht. Klar sind wir das in Berlin. Ist es die Politik, die dafür verantwortlich ist, was passiert. Und es wird auch denen... Ich will das nicht zwischen vernünftig und unvernünftig unterscheiden bei den Menschen, aber dieses Gros der Leute, was bisher noch in sehr großem Maße hinter den Maßnahmen gestanden hat, da beginnt die Zustimmung deutlich zu bröckeln. Ja, und das Schlimmste kommt ja offenbar noch, wenn ich so die Zeitung von heute lese. Bundeslockdown, was Frau Merkel plant. Ich halte das für den völlig falschen Weg. Und was ist der richtige? Der richtige Weg, wenn das Kind im Brunnen liegt, nach dem richtigen Weg zu fragen, das ist eigentlich zu spät. Wir haben jetzt wie viel? 13 Monate Pandemie und nichts gelernt. Das muss man doch so sagen. Es ja, sind aber von einem Politiker erwarte ich ja und jeder andere, auch jeder, der uns zuschaut,
dass es einen Lösungsvorschlag gibt. Nun ja, ich denke, dass gerade die FDP genug Lösungsvorschläge gemacht hat. Sie sind in keiner Weise erhört und angenommen worden. Und dann muss man immer wieder neue Lösungsvorschläge machen, die sich dann auf die eigentlich versaute Situation beziehen. Und das ist nicht so einfach. Dann kann man eigentlich nur noch sagen, was nicht geht. Also man muss eigentlich inzwischen das Schlimmste verhindern. Zum Beispiel nächtliche Ausgangssperren wären für mich ein sehr, sehr schlimmes Thema. Was wir natürlich schon lange sagen, ich auch, seit Dezember oder Januar auch in der Öffentlichkeit, wir haben mit dem Testen viel, viel falsch gemacht. Und wenn wir jetzt auf einmal sagen, jetzt wollen wir anfangen zu testen und es ist zu spät zum Testen, also weil, wie gesagt, das Geschehen schon zu diffus ist, dann ist natürlich guter Rat teuer. Das ist nicht mehr einfach, das muss man sagen. Impfen ist doch dasselbe Spiel, ja, wie mit Testen. Haben Sie genug Impfstoff in Ihrem Wahlkreis? Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat jetzt sogar extra Impfdosen bekommen, aber dort gab es bei der Vergabepraktik auch wieder ein kleineres Desaster. Plötzlich konnte sich dort jeder eintragen auf der Liste. Die Leute haben Termine bekommen und wenn ich eine Zusage für einen Termin habe, dann möchte ich natürlich auch, dass ich diesen Termin wahrnehmen kann. Und jetzt kommt auf einmal raus, dass diese zusätzlichen Dosen eigentlich für Polizisten, für weiteres Personal in Kliniken, für Personal in Haftanstalten gedacht war und gar nicht für jedermann eigentlich zugänglich sein sollte. Das ist natürlich im Chaos noch mal ein Chaos, wenn man sowas macht. Was ist los in diesem Staat? Was ist los? Darüber reden wir nach einer Werbepause kurz weiter und dann sammeln wir uns wieder und dann fieseln wir das mal auseinander, wie das ist. Unser Gast ist Gerhard Ulrich. Er ist FDP-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Südthüringen und gegen ihn wird wahrscheinlich antreten der CDU-Kandidat Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident. Der hat sich nur ausgerechnet den Wahlkreis ausgesucht, wo Herr Ulrich bisher für die FDP. Speziell wegen mir gemacht. Ja, genau. Hätten Sie sich besser sagen können. Ich hätte es nicht besser sagen können. Bis gleich nach der Werbepause. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag heute mit Gerhard Ulrich. Er ist aus dem Wahlkreis 196, das ist Südthüringen. Und in diesem Wahlkreis tritt an Hans-Georg Maaßen, sofern ihn denn die CDU-Basis denn auch wirklich wählt als Kandidat. Er will es zumindest. Ja, und wir haben eben schon gesagt, ich kann es nicht so ganz erlocken. Sie freuen sich drauf, aber jeder kämpft für sich. Genau so ist es. Wir sind bei Corona natürlich. Ja, es wird noch viel schlimmer, hat man den Eindruck, wenn man die Zeitung liest. Die Bundeskanzlerin will einen Total-Lockdown verhängen. Ja, ob das kommt oder nicht, wissen wir beide nicht. Und es wäre auch müßig, jetzt da rumzustochern. Jedenfalls ist die Lage ernsthaft. Sie haben aber immer schon die ganzen letzten 13 Monate, seitdem wir in der Pandemie sind, gesagt, das und das muss geschehen. Und alles ist dann irgendwann passiert. Nur man hat vergessen, dass das eigentlich von Ihnen kam. So ist das in der Politik. Ja, schmerzt Sie das nicht, dass Sie immer vorab vor allen anderen gute Ideen hatten? Das ist Oppositionsschicksal. Das muss man einfach ertragen, da kann man nur dran wachsen. Ja, und freundlich lächeln und sagen, ja, es ist so. Was haben Sie jetzt wieder für Pläne? Ja, die zum Beispiel für Studenten, die in der Pandemie stecken, für Unternehmer, Sie sind ja selber einer. Haben Sie inzwischen Geld gekriegt aus dem Fonds? Meine Firma hat einmal voriges Jahr, glaube im April, haben wir einen Zuschuss bekommen. Und seitdem aber auch keinen wieder beantragt, weil die Hürden ja auch immer höher gelegt worden sind. Und weil mit jedem Überbrückungshilfe 1, 2, 3 haben sich ja auch die Bedingungen immer wieder geändert, sodass es sehr schwer war, dort irgendwas nochmal zu bekommen. Es sind auch andere Branchen, also ich komme direkt aus dem produzierenden Gewerbe, es gibt auch andere Branchen, die es einfach nötiger haben als wir. Ja, also Ihnen geht es nicht schlecht. Nicht schlecht. Ist sehr relativ, also es geht uns nicht gut, ich will es mal so sagen. Und trotzdem verzichten Sie auf die staatlichen Hilfen? Ich glaube nicht, dass wir drunter fallen würden unter die Schirme, die im Moment gespannt sind. Ja, reicht es denn für die anderen aus? Sie sind ja im Kontakt, Sie sind ja auch Kandidat der FDP demnächst und im Bundestagsabgeordneter, dass man sagt, also hör mal, lieber Freund Ulrich, was machen wir denn da? Wir kriegen zu wenig oder wir kommen nicht über die Hürden. Die komische Sache ist, dass ja immer zu Beginn des Wirtschaftsausschusses, der Mittwoch ist,
in den Parlamentswochen immer einen Stand gegeben wird. Also die Regierung trägt dort vor, wie viele Anträge, wie viele Auszahlungen, wie viel insgesamt, wie viel noch da ist und. Und diese Zahlen werden immer relativ positiv dargestellt. Mich ärgert dabei schon mal ein kleines bisschen, dass man immer von Hilfen spricht, aber eigentlich sind es Entschädigungen. Denn es ist ja nicht so, dass es den Leuten schlecht geht, weil sie es vermasselt haben, sondern denen geht schlecht, weil man ihnen die Ausübung ihres Gewerbes einfach aus triftigen Gründen, aber trotzdem untersagt hat. Deshalb sind es Entschädigungen und keine Hilfen. Wenn man dann aber direkt mit den Leuten spricht, dann sagen die ja, wo bleiben denn eure Hilfen? Wo sind sie denn eigentlich? Ich war jetzt am letzten Freitag in Potsdam und habe dort auch mit dem Handelsverband gesprochen für Potsdam und habe dort speziell auch gefragt, was sagen denn die Händler zum Beispiel, kriegen die Hilfen oder kriegen sie keine? Und dann sagte mir der Chef des Verbandes, sie sagen in aller großer Mehrheit, es kommt nichts an von den Hilfen. Also kriegen wir was anderes erzählt im Wirtschaftsausschuss, als wie es sich da draußen widerspiegelt. Aber wenn nichts ankommt, können ja auch keine Zahlen auf dem Zettel der Regierung stehen, naja, die dann trotzdem verkündet werden. Die Zahlen werden schon irgendwie stimmen. Ich kenne aber die Mathematik nicht, die dahinter steht. Ja, aber Sie setzen ja da, damit Sie Fragen stellen. Ja, wir fragen auch jedes Mal, wir löchern auch sehr. Das dürfen Sie ganz gewiss sein. Und ich glaube auch, dass die Zahlen nicht erlogen, erfunden und erstunken, das glaube ich nicht. Es mag sein, dass es eben Einzelne gibt, die sehr gut dastehen und andere, die nicht so gut dastehen, weil sie vielleicht gerade so nur diese Kriterien erfüllen, deswegen nicht so viel kriegen, deswegen auch nur verspätet kriegen. Ich weiß es nicht ganz genau. Die Sache ist auch sehr komplex. Sie brauchen ja zwingend auch Steuerberater dazu. Also das kann ja gar nicht ein Unternehmen allein machen, weil es viel zu kompliziert ist. Es dürfen, ich glaube, sogar nur die Chefs von Steuerkanzleien inzwischen die Anträge selbst unterschreiben. Man hat da hohe Hürden eingebaut. Weil zu viel geschummelt wurde. Wissen Sie, da wo ein rares Gut verteilt wird, da entsteht immer ein Konkurrenzkampf und da entsteht auch immer die Versuchung zu betrügen. Und Hilfen sind ein rares Gut, ob das nun eine materielle Hilfe ist, eine immaterielle Hilfe, spielt keine Rolle. Aber es gibt niemals eine gerechte Verteilung. Wenn Sie aus diesen Ausschusssitzungen rausgehen, jeden Mittwoch Wirtschaftsausschuss, haben Sie denn das Gefühl, die Lage wird besser, nicht die Stimmung, die Lage wird besser? Die Bundesregierung hat die richtigen Mittel oder Sie gehen raus und sagen sich, das funktioniert alles nicht richtig? Also im Wirtschaftsausschuss kann ich ganz klar sagen, es funktioniert nicht. Das kriegen wir sehr deutlich mit. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt jetzt nicht im Ausschuss schon mal gar nicht. Aber man sieht deutlich, dass das Bundeswirtschaftsministerium in die eine Richtung will. Aber die haben ja keine Druckerpresse. Die brauchen ja das Geld, was sie vom Bundesfinanzministerium kriegen. Und wir kriegen ganz deutlich mit, dass es dort ein sehr großes Spannungsfeld gibt, dass Altmaier mehr möchte, aber weniger kann. Also genauer gesagt, Altmaier, Klammer auf CDU, gegen Scholz, Klammer SPD. Genau so ist es. Das merkt man schon im Wahlkampf? Absolut, sehr, sehr deutlich. Und Sie sehen das jetzt auch bei dem Dr. Pfeiffer, der Fall, der am Wochenende publik geworden ist, der jetzt gesagt hat, mir reicht's, ich schmeiße hin. Ja. Also nochmal zur Erklärung, wer war Dr. Pfeiffer? Dr. Pfeiffer ist der wirtschaftspolitische und energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, der auch immer in den Ausschuss ist und der meiner Ansicht nach immer gute Beiträge gebracht hat, der aber jetzt anhand dieses Kodexes, den die CDU erlassen will, für ihre Abgeordnete, in dem streng geregelt wird, was sie denn dürfen und was sie nicht dürfen, also über die Pandemiegeschichte, über die Maskenskandale hinaus, die würde ihn dazu zwingen, dass er einen Großteil seiner unternehmerischen Tätigkeit, die er neben dem Mandat hat, aufgeben muss. Und da sagt er, das ist nicht richtig, das ist auch im Grundgesetz anders geregelt und deshalb schmeiße ich hin. Und das ist sehr, sehr bedenklich. Ja, aber mal offen gesprochen, Sie sind ja auch Unternehmer. Ihr Betrieb läuft ja weiter, den machen Sie ja nicht zu. Nee. Ja? Aber ein Anwalt darf nebenher nicht sein Geschäft ausüben, wenn er Bundestagsabgeordneter ist, oder? Da bin ich mir nicht sicher. Das kann ich Ihnen nicht hundertprozentig sagen. Warum sollte er das nicht dürfen?
Und also, Freiberufler? Nehmen wir mal die Frage zurück, was den Dr. Pfeiffer angeht. Empfinden Sie das auch so, dass die neuen Regelungen, die geschaffen werden, den Abgeordneten derart einschränkt, dass er nicht mehr privatwirtschaftlich neben seiner Mandatstätigkeit des Abgeordneten tätig werden darf? Also die gesetzlichen Regelungen erlauben das auch weiterhin. Ja. Es geht darum, was die einzelnen Fraktionen von ihren Mitgliedern verlangen. Und da finde ich es einfach deutlich übertrieben, wenn man sagt, du darfst keine Nebentätigkeit mehr machen. Das ist meiner Ansicht nach im Verfassungsauftrag auch gar nicht so erwünscht. Denn wen habe ich denn dann noch im Parlament? Wie sollte dann jemals ein Handwerker oder ein Gewerbetreibender ins Parlament kommen? Dann sind ja denen die Parlamente verwehrt. Und das geht doch beim besten Willen nicht. Und es kann doch nicht sein, dass ein Dachdecker, dass ein Klempner erst seine Firma verkaufen muss, um sich dann irgendwo zur Wahl zu stellen und vielleicht gewählt zu werden. Haben Sie denn den Eindruck, und das war die Ausgangsfrage, dass ein gewisses Rumoren losgeht im Parlament, dass alles das, was da jetzt diskutiert wird, eigentlich gar nicht so funktionieren kann? Ja, da haben Sie recht. Das widerspricht sich. Das widerspricht sich mit dem freien Mandat, auf der einen Seite, was gemacht wird, und auf der anderen Seite der Einschränkung dieses Mandats. Das haut so nicht hin. Und was kann man dagegen tun? Nicht zustimmen. Also, das ist ja eine CDU-interne, also eine unionsinterne Sache. Bei uns, bei den Freien Demokraten, stellt sich diese Frage so nicht. Für Transparenz, das muss man jetzt unterscheiden. Transparenz, was ich tue, die Offenlegung, da kann man deutlich einen Schritt nach vorne gehen. Aber über ein Verbot, das geht nicht. Ja. Offenlegung ist ja nicht verbieten. So ist es. Offenlegen ist nur der Konkurrenz zeigen, was ich mache. Ja, genau. Und wäre das nicht auch ein Punkt, wo man sagt, nee, ich glaube, Herr Gauweiler hat gesagt, lass mich doch nicht in die Bücher gucken. Ja, in die Bücher gucken ist die eine Sache, aber jedes Unternehmen muss ja auch seine Kerndaten, seine Kernbilanzdaten veröffentlichen. Also Sie hätten nichts dagegen? Ich habe da kein Problem mit. Bei mir ist auch alles veröffentlicht, kann auch jeder den Bundespräsidenten fragen. Gucken wir mal wieder in die nächsten Tage, in die Zeitung. Da kommt auch wieder bestimmt ein Vorschlag von Ihnen, was zu tun ist. Ich will Ihnen den mal schon vorab entlocken. Vielleicht gelingt es mir, vielleicht auch nicht. Also ganz aktuell, wir sollten unsere Treffen auf den Freitag verlegen. Denn am Freitag könnte ich Ihnen da mehr dazu sagen als am Montag. Das ist einfach so. Ja, am Freitag fahren Sie mal jetzt nach Hause in Ihre Wahlkreise. Ich komme vorher auch gerne noch mal zu Ihnen und nehme zwei Züge später. Nehmen wir den Freitag mal vorweg. Ja, Freitag wäre denn der 16. Nee, 12. oder 16. glaube ich. Also es gibt ganz sicher eine Diskussion um die Verschärfung oder die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, was ja geplant ist, was ja im Schweinegalopp durchgezogen werden soll. Das wird mit uns so nicht zu machen sein. Ja, aber es reicht nicht, wenn die FDP dagegen ist. Und der Vorschlag kommt ja, glaube ich, von Herrn Scholz. Nee, das ist schon ein Vorschlag der Koalition insgesamt, aber Scholz ist auch dafür. Ja, die Koalition insgesamt hat die Mehrheit. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir verlegen die Sendung trotzdem nicht auf Freitag. Die meisten sind dann schon wieder in ihrem Wahlkreis. Ja, aber wir sind am Ende der Sendung und dann warten wir mal ab, was da passiert. Also ist noch lange nicht zu Ende. Und mein Eindruck ist, und ich glaube, wir teilen ihn gemeinsam, da kommt noch was auf uns zu. Die Woche ist spannend, ja. Ja? Ja, da kommt noch was auf uns zu. So, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ja, und vielleicht in der nächsten Legislatur überlege ich mal auf die Sendung, dann fahrt das mal. Muss ich ja erzählen, ob ich noch da bin. Vielleicht sind Sie dann auch der Einzige, der noch in Berlin ist. Das kann auch sein. Dann machen wir eine Dauersendung. Gerhard Ulrich Wochenschau. Wenn nicht, laden Sie Maaßen ein. Ja, gut, ich nehme den Hinweis mal erstmal mit, ohne ihn zu kommentieren. Gut. Vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Gerhard Ulrich von der FDP sitzt im Bundestag für den Wahlkreis 196, das Südthüringen, und Hans-Georg Maaßen, der frühere Verfassungsschutzpräsident, kandidiert für die CDU in eben diesem Wahlkreis und gegen Herrn Ulrich. Ulrich, wenn man so will. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder, wie immer, nächste Woche Montag aus dem Bundestag. Bis dahin, danke und tschüss. Danke.